Wir wollen über Sozialismus reden. Warum? Eine erste lapidare Antwort wäre die, weil wir nicht mehr über die Rechten reden wollen. Wir haben hier ja in diesem Raum, in dieser Veranstaltungsreihe, sehr häufig über Rechtspopulismus, den neuen Autoritarismus, Faschisierungstendenzen etc. geredet und irgendwann kam unter uns am Center und am Lehrstuhl kam ein gewisser Unwillen auf und die Idee, wir sollten über etwas anderes reden. Wir sollten nämlich über sozusagen über etwas reden, was dem, was wir hier als Krisendiagnose so lange am Winkel hatten, möglicherweise das Wasser abgraben kann. Also nicht mehr, nicht mit, nicht über die Rechten, sondern über Sozialismus reden. Zweiter Grund, auch etwas flapsig vielleicht, weil es gerade der Hype ist, weil 30 Jahre nach dem Mauerfall könnte man sagen, der Sozialismus auf einmal wieder und etwas unerwartet geradezu zum Talkshow-Thema geworden ist, von der Taz bis zur Zeit, bis zur FAZ und dem Economist haben alle irgendwie ausgerufen, dass der rote Geist, das neue Gespenst, wieder umgeht und es hat auch einen Namen, das heißt diesmal Sozialismus. Nicht nur in den, sagen wir, Mutterländern des Neoliberalismus, den USA und Großbritannien, wo Politikerinnen, und wir werden heute vielleicht noch kleine Einblendungen haben müssen zur aktuellen Situation, wo Politikerinnen, die offen für so etwas wie einen demokratischen Sozialismus plädieren und einen wirklichen Wandel in sozialistische Richtung plädieren, auf einmal breite Massen mobilisieren können. Auch hier in Berlin, und auch darüber haben wir hier ja schon geredet, wird so etwas wie die Wohnungspolitik und die Frage der Enteignung von großen Wohnbaugesellschaften auf einmal zum Anlass, die Systemfrage in gewisser Hinsicht neu zu stellen. Utopien wie die einer sozialistischen Wohnungspolitik für Berlin kommen auf. Insofern ist auf allen Ebenen, also sowohl in vielen kleinen und kleinteiligen Diskussionen als auch als große Alternative auf einmal wieder so ein bis jetzt aber eben auch eher nur so gespensterhaft aufscheinendes Wesen da, eine neue Konjunktur und ein Interesse daran, das Konzept des Sozialismus neu zu adressieren. Das ist interessant aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Es ist interessant, dass Sozialismus plötzlich nicht nur das Synonym für einen verkommenen Unrechtsstaat oder ökonomischen Stillstand ist, sondern auf einmal wieder zu so etwas wie einer politischen Alternative wird. Eben das ist das, was ich anfangs mit Hype meinte. Einige meinen ja auch mittlerweile schon, naja, das ist auch wieder nur so ein neuer Hype, der wird auch bald wieder vorbeigehen, wenn sich zeigt, dass eigentlich nichts dahinter steht. Und einer der Gründe, warum wir diese Veranstaltung heute, die der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen sein soll, organisiert haben, ist, dass wir dem etwas genauer auf den Grund gehen wollen und einige der Themen, die damit verbunden sind, gewissermaßen kleinteiliger aufarbeiten wollen. Also die Frage, ob sich der Sozialismus als breite soziale, demokratische Bewegung denken lässt, nicht nur durchsetzen lässt, sondern überhaupt denken lässt. Der Grund dafür scheint offensichtlich zu sein, eben nicht einfach nur ein neuer Hype, wir müssen mal wieder über was anderes reden, sondern die tiefgreifende Krise des Kapitalismus, Proteste nicht nur gegen die ökologische Krise oder die ökologische Nichtnachhaltigkeit dieses Systems, sondern ganz verschiedene Zukunftsszenarien und Gegenwartsdiagnosen, die immer stärker in so eine Richtung drängen, wie die sagt, dass irgendetwas in Richtung der Überwindung dieses Gesellschafts- und Wirtschaftssystems sich als eine Art von drängender, vielleicht nicht Notwendigkeit, aber eben als drängend dasteht. Es gibt zwei Tendenzen, die dabei sehr im Vordergrund stehen. Das eine ist, dass alle diejenigen, die zurzeit neu über Sozialismus nachdenken, das Thema Demokratie sehr wichtig nehmen. Das ist nämlich eine der Resultate der Auseinandersetzung mit den vergangenen sozialistischen Systemen, dass man Sozialismus heute sicherlich nicht ohne Demokratie denken sollte und dass man das auch nicht so als eine Art Nachklapp, naja klar, sollte irgendwie auch demokratisch sein, behandeln sollte, sondern von vornherein mit einziehen in das, was man sich hier denkt. Und die zweite Tendenz ist die, dass da, wo ökonomisch über Sozialismus geredet wird, durchweg über Mischformen gesprochen wird. Also Mischformen zwischen Markt, Gemeineigentum, verschiedene unterschiedliche Modelle kollektiven Eigentums,
verschiedene unterschiedliche Modelle von Marktsozialismus, verschiedene Formen der Demokratie in der Produktionssphäre, all das wird hin und her erwogen und mit verschiedenen Szenarien durchgespielt. Unter anderem diese Fragen sind das, was uns heute beschäftigen wird und was uns auch weiter in dieser Reihe beschäftigen wird. Also ein bisschen weg von einfach nur Sozialismus als neuer Hype und ein bisschen hin zur Beschäftigung mit den Fragen, die man sicherlich beantworten muss, wenn man sich die Frage nach dem Sozialismus als gesellschaftlicher, politischer, sozialer Ordnung neu stellen will. Aber auch die Frage, wie kommt man eigentlich von hier nach da? Also wie kann man das als etwas verstehen, was nicht einfach nur jetzt eine sehr fern und sehr abstrakt als Utopie darstellende Lösung ist. Das wollen wir heute mit unseren Gästen diskutieren. Wir haben hier Gäste zusammengestellt zu einer, wie wir hoffen, kontroversen, produktiven Diskussion, die aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und mit sehr unterschiedlichen Herangehensweisen an das Thema gehen. Zunächst mal links von mir sitzt Lea Üppi. Lea Üppi ist in der politischen Theorie und Philosophie in mancher Hinsicht die Frau der Stunde. Sie ist Professorin für politische Theorie und Philosophie an der London School of Economics, ist außerdem Adjunct Associate Professor an der Research School of Social Science in Australien, an der Australian National University. Sie ist, und das ist das, was sie zur Frau oder einer der Frauen und Männer der Stunde macht, Vertreterin von etwas, was man eine immer schon sehr radikal gefasste politische Theorie mit und nach Rawls fassen kann. Ein Links-Rawlsianismus, könnte man sagen, neuen Typs, wenn es denn überhaupt noch einer wäre. Nämlich einer, der die in der liberalen Gerechtigkeitstheorie aufbewahrte Kritik des Kapitalismus und die in ihm und in der eben solchen in der politischen Philosophie geführten Diskussionen immer wieder auf die versteckten und verdeckten Hinweise auf die Notwendigkeit des Sozialismus, auf die Obsoletheit des Kapitalismus absucht, also so etwas wie eine marxistisch-liberale Egalitaristin, die immer wieder und auf sehr provozierende Weise manchmal in dem Milieu, in dem das diskutiert wird, die marxischen Themen hochgehalten hat und das Interesse an der radikalen Transformation unserer Gesellschaft. Das spiegelt sich in ihren Forschungsschwerpunkten, die eben sowohl in der normativen politischen Theorie als auch im Marxismus und in der kritischen Theorie liegen wieder. Es spiegelt sich auch in den Themen wieder, zu denen sie gerade arbeitet. Über strukturelle Herrschaft, da ist sie eine derjenigen, die diese Einsicht, dass man auch im politischen Liberalismus oder dass der solche Themen wie die strukturelle Dimension von Herrschaft zu lange hat liegen gelassen hat, überhaupt aufgebracht oder mit vorwärts gebracht hat. Sie arbeitet zurzeit auch über das Thema Solidarität und sie arbeitet über Sozialismus. Kurz zwei Monographien genannt, heutzutage kann man ja alle die vielen Aufsätze, mit denen sie ansonsten vorgestochen ist, das können Sie alles googeln, die beiden Monographien will ich aber wenigstens nennen. Das sind nämlich 2011 Global Justice and Avant-Garde Political Agency und 2016 gemeinsam mit Jonathan White The Meaning of Partisanship. Giacomo Corneo, ich habe das vorher geübt, mir vorher sagen lassen müssen, dass man das eben nicht deutsch ausspricht, steht hier ein für die Einsicht, dass Sozialismus nicht nur eine politische oder soziale Idee ist, sondern eben auch ein Wirtschaftssystem und dass der neue Sozialismus, der Neosozialismus, wie manche ihn schon genannt haben, keine Motivationskraft entfalten wird, wenn man darüber nicht auch als ökonomische Alternative nachdenkt. Giacomo Corneo kommt aus der Ökonomie, aber eben nicht, wie man jetzt erwarten könnte. Naja, klar, ihr habt euch jetzt so einen marxistischen Ökonomen eingeladen, der das auch immer schon wusste, dass der Marxismus obsolet ist. Das ist in dem Fall, dass der Kapitalismus, dass der Kapitalismus obsolet ist. Das wäre dann keine so große Überraschung. Er kommt aus der klassischen Ökonomie, ist Professor für Volkswirtschaft mit Schwerpunkt auf öffentlichen Finanzen, Sozialpolitik und lehrt seit 15 Jahren an der FU Berlin. Er ist Mitglied des Finanzwissenschaftlichen Ausschusses, des Vereins für Sozialpolitik, des Wissenschaftlichen Beirats der Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft und Schriftleiter des Journal of Economics.
Die zahlreichen sonstigen Veröffentlichungen möchte ich auch hier gar nicht erst hervorheben, die sich zu Theorien ökonomischen Wachstums und zur Ökonomie des Wohlfahrtsstaats äußern. Der Grund, warum wir ihn eingeladen haben oder wie wir auf ihn gekommen sind, ist eine Monographie, die in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes Buch ist, nämlich die Monographie Bessere Welt hat der Kapitalismus ausgedient, eine Reise durch alternative Wirtschaftssysteme. Corneo unternimmt hier, und das ist nämlich auch als Format besonders interessant, ein Streitgespräch zwischen einer Kapitalismuskritikerin und einem klassischen Ökonomen. Also in der Form ist dieses Buch aufgebaut, dass die Kapitalismuskritikerin, die Tochter in dem Fall der Rollen, also nicht in der Rollenverteilung, die da in dem Buch vorgesehen ist, dem Ökonomen immer wieder die Missstände des Kapitalismus vorhält und er wiederum darauf beharrt, dass man das aber nur dann kritisieren kann, wenn man eine bessere Alternative zur Auswahl hat. Insofern geht er dann sehr geduldig alle die zur Verfügung stehenden alternativen Wirtschaftssysteme durch und landet am Ende bei dem, was er eben in diesem Buch entwickelt hat oder maßgeblich entwickelt hat, einer Theorie des Aktienmarktsozialismus, könnte man sagen, eine Idee von Shareholder Socialism, wie man das im englischsprachigen Raum kennt. Genau, das ist das, worüber wir mit Ihnen hier heute reden möchten. Das ist der Grund, warum er hier zu unserer Sozialismusveranstaltung so gut passt, weil er genau das ausgelotet hat. Michael Brie, ganz links von mir, beschäftigt sich mit dem Sozialismus theoretisch und praktisch schon sehr viel länger als die allermeisten von uns hier im Raum, würde ich mal tippen. Er tut es auch hauptamtlicher und so lange und so intensiv, dass ihm möglicherweise, das weiß ich nicht, ein Teil des aktuellen Hypes vielleicht sogar ein bisschen seltsam vorkommt. Also die Vorstellung vielleicht auch ihm sehr gut zu Pass kommt und sehr willkommen ist, aber sehr viele Fragen, die diskutiert werden, werden ja welche sein, die man, wenn man das so lange tut, so lange kennt und so lange abgewogen hat, möglicherweise auch ein bisschen unter der Perspektive anguckt, dass bestimmte Sachen eben wieder aufkommen. Er ist ganz kurz gefasst, die allermeisten kennen ihn ja, aber interessant zu wissen ist, dass er von 88 bis 90 bereits Leiter des Projekts Moderner Sozialismus an der Humboldt-Universität war, dass er seit 99 einer der Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist und danach der Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Jetzt ist er Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats. Die Arbeitsschwerpunkte sind und waren eben das, die Theorie und Geschichte des demokratischen Sozialismus. Und wie sehr er sich dabei von sehr verschiedenen Dingen hat beeinflussen lassen und immer wieder auf sowohl die alten Themen als auch auf die neuen zurückgekommen sind, zeigt die Liste seiner aktuellen Veröffentlichungen mit Büchern zu Polanyi, zu Lenin und Luxemburg. Das würde man erwarten, aber Polanyi und auch die Fragen der sozial-ökologischen Transformation und die Frage der Wege zum Sozialismus im 21. Jahrhundert, das ist ein schon 2011 von ihm zusammen mit Richard Detje und Steinitz herausgegebenes Buch. Das sind Dinge, die für viele der Diskussionen, die hier in Berlin und anderswo geführt werden, immer schon sehr prägende Interventionen gewesen. Ich freue mich sehr auf die Veranstaltung, sehr darauf, hier in dieser Konstellation diskutieren zu können. Ansonsten haben wir für diese Veranstaltung uns das Format folgendermaßen überlegt. Wir haben den Referentinnen hier vier Fragen vorab gestellt und sie gebeten, Stellungnahmen, kurze oder längere Stellungnahmen zu diesen Fragen für uns vorzubereiten. Und wir werden das jetzt also so machen, dass wir die Fragen eine nach der anderen gewissermaßen hier auf dem Podium stellen werden. Die werden in einer ersten Runde jeweils von unseren Diskutanten hier beantwortet. Es wird dann eine kurze Runde der Reaktion aufeinander hier vorne geben. Dann geht es jeweils zur zweiten Frage über, zur dritten, zur vierten. Es sind also insgesamt vier Fragen, die wir diskutieren wollen. Und dann wird die Diskussion geöffnet. Das ist ein bisschen eine rabiate Aufgabe für das Zeitmanagement hier, aber wir haben uns gedacht, dass es auf die Art und Weise ein bisschen, also wir die
Fragen und Positionen viel besser miteinander verschränken können, als das sonst der Fall wäre. Also gedulden Sie sich ein bisschen. Es ist aber in dem Fall eben wenigstens nicht so, dass Sie zunächst mal drei sogenannte Input-Referate in größerer Länge hören und dann erst nach einer weiteren Runde auf dem Podium diskutieren dürfen, sondern es wird so ein bisschen sozusagen durcheinander gemischt. Die erste Frage, die wir uns, und zwar sozusagen alle die, die im Center for Humanities and Social Change hier an dieser Reihe und an der Veranstaltung mitgewirkt und mitdiskutiert haben, die wir allen unseren Referentinnen gestellt haben, ist die, was ist das Problem, für das Sozialismus die Lösung ist? Und dazu würde ich jetzt zunächst mal Lea Üppi bieten, ein Statement abzugeben. Und dann geht es in der Reihenfolge Corneo und Michael Üppi weiter. Great, thank you everyone for being here. So I would say that the socialism is the answer to a problem for which liberalism is also the answer. And I would say that socialism is the appropriate historical and philosophical answer to that problem. It's appropriate historically because it's an effort to reflect historically on the limitations of liberalism to answer the problem that it poses itself. And it's also more appropriate philosophically because it deploys the same philosophical sources on which liberalism relies to show why liberalism generates its own contradictions. So we tend to think of socialism often as an economic theory, and what I have to say in the next few minutes is to try and reposition socialism not so much as an economic theory, which it also is, but I think the fact that it's an economic theory is an implication of the fact that it's a better answer to the same problem that liberalism poses, but to also see the other dimensions in which socialism presents itself as a more viable alternative, including, as I say, not just economic, but also political and social. So I think if we want to know what is the problem to which socialism answers, gives us an answer, and if we think that the problem is the same problem as the one that liberalism tries to answer, and if we want to know what that problem is, I think the answer is already in the word liberalism, and I think the answer is freedom. So I think socialism is an answer to the problem of freedom and to an effort to think about what is the right way of having free relations amongst human beings, universally speaking and globally speaking, so not just with regard to particular contexts. And I think the reason that socialism develops these resources that are already in liberalism is that liberalism is already historically a kind of progressive answer with regard to the question of freedom. Liberalism is a theory that tries to liberate individuals from the yoke of tradition, of religion, of structures of community, of gender. It's a theory that promises to be just as universal as the theory that socialism is. But the problem, I think, with liberalism is that in the effort, both historical and philosophical, to answer how people can be free, how we can have free social relations, liberalism runs into contradictions that have to do with both economic, material aspects of human relations, but also with political aspects of human relations. And so I think socialism is the more appropriate answer because it's able to agree with liberalism on this concern for the individuals and for free relations amongst individuals, and also with the concern to fight arbitrary exercises of power, to liberate individuals from these institutional and social power structures, but in a way that is more adequate. And I want to give just three examples of why I think socialism, what the contradictions are in liberalism, and why I think socialism is a more appropriate answer. The first one is to think about the anthropology of liberalism. And by the way, all these three answers are answers that liberal critics of liberalism already saw before people like Marx and before the socialist tradition matured. And I think there's a kind of continuity in the way in which socialists respond to these questions. The first one is to do with the anthropology of human beings. On the one hand, liberalism celebrates the end of structures of authority, of power relations that are consolidated in hierarchical institutions like the church or like religion, or hierarchical family relations or community relations.
But on the other hand, it celebrates those by giving rise to its own way of thinking about community and communal relations, which is the celebration of what critics of liberalism and liberals themselves called commercial society. And commercial society is a way of thinking about how is it that whilst being antagonistic, while developing market relations, we can also develop some kind of common good. And one of the contradictions of liberalism is that the kind of anthropology on which commercial society relies is one that ends up destroying the sociability amongst human beings, because it relies on instincts like competition, the desire to accumulate more resources, the desire for recognition. It ends up fostering aggressivity. And so we see how, in an effort to cultivate this other form of human relations, which liberals promised to be liberating, which is commercial society ends up consolidating the most antagonistic aspects of human nature and gives rise to its own forms of unfreedom, despite its promise of freedom. The second aspect, I think, has to do with the relationship between the promise of universalism and the promise of equality amongst human beings, which is in part bound up with the offer of the institution of the state as the guarantor of these rights and rightful forms of reciprocal relations amongst human beings, and the tension between what the state needs to do in order to guarantee these forms of rightful relations and what civil society, commercial society, doesn't allow it to do. So the second contradiction has to do with the fact that, as I say, the state, on the one hand, the liberal state, celebrates through the promise of universal citizenship, through the promise of institutions that realize equality, to tame these instincts that we find in civil society, to tame commercial society, and to guarantee individual rights and freedoms. But on the other hand, liberalism never really quite resolves this conflict between civil society on the one hand and the state on the other. And the simple reason for why, and again, this is something that liberal critics of liberalism, like Rousseau already saw, or democratic critics of liberalism already saw before the socialist tradition, the reason is that on the one hand, the state is required to guarantee property, to guarantee rightful relations for individuals that operate in civil and commercial society. But on the other hand, the state doesn't have revenues of its own. The state needs to rely on civil society, on commercial society, to generate the income that it needs to guarantee these rights and these claims, so as to avoid the conflict between different social classes to which they end up arriving when they're left to their own devices. And so when the state taxes, for example, individuals, we find this contradiction. On the one hand, the state needs to live and let civil society, let commercial relations develop freely, but on the other hand, the state needs to constrain these forms of commercial relations in order to realize the kind of freedom that is required to make these commercial relations function in a harmonious way, in a way that can develop the goods that commercial society develops. And the third one has to do with the globalizing aspect of commercial society, of civil society, which again, as I say, is the kind of distinctive promise of liberalism, the idea that we have this form of social relations that is different from this other social relations based on authority that liberalism tries to fight and criticize. And the kind of rhetoric, and not only rhetoric, but also political actions to which those words, those promises give rise historically. And again, this is something that we see when we interrogate the relationship between liberalism on the one hand and the expansion of liberalism to non-liberal forms of life on the other. So what we see historically is that whenever liberalism tries to focus on civil society and on the potentially emancipating potential of commercial society at a global scale, whenever liberals try to do that, they end up building next to the narrative of liberation a narrative of civilization. And so what liberalism does is then connect to these forms of domination of non-liberal peoples in the name of a civilizing effort that will liberate non-liberal peoples in other parts of the world, regardless of themselves and despite the historical stage in which they live. And I think historically we see this in the connection between liberalism and empire. As I say, colonialism is the sort of the other side of liberalism when it becomes global, when the effort to expand commercial society becomes
a global effort. But I think we shouldn't just think of colonialism as something that is a kind of historical constraint episode in which liberalism in the 19th century, say, or in the beginnings of the 20th century, takes this particular form, which means that in the name of in the East India Company or the Dutch Company or what other historical forms of liberal corporations, we see the expansion, this kind of violent expansion of liberalism to other parts of the world. I think we also see the remnants of those forms of imperial expansion in the contemporary world in the form of debt dependency of other parts of the world, in the form of imperialistic or aggressive imposition of particular forms of human rights discourse or liberal rights discourse. We see it in the way in which communities and groups of people that are not liberal are civilized, are liberalized, if needed, with the force of the liberal powers that they to which they appeal in order to achieve this mission of realizing freedom. So I think the summary of what I'm trying to say is that the reason why social, and again, this is one of the most important resources of the socialist tradition of liberalism, is precisely to highlight, to draw attention on this relationship between liberalism and empire. So just to sum up, what I think socialism does is to try and answer the problem of freedom and of how human beings can form rightful, free relations amongst each other, and to show that while liberalism is also a theory of freedom and also comes with the promise of freedom, it generates its own forms of unfreedom, its own forms of fear, which require a different way of thinking about human relations, which is the one to which the socialist tradition dedicates itself. Danke. Wunderbar. Das klare Statement. Jetzt, Herr Cornium. Ja. Was ist das Problem, auf das Sozialismus zielführend ist? Ja, also zunächst einmal möchte ich mich bedanken für die Einladung und alle Grüßen, dass wir hier anwesend sind und mitmachen werden. Ja, ich bin auch wenigstens mit den Anfängen einverstanden, was bereits gesagt worden ist. Ich würde es vielleicht so formulieren, die grundsätzliche Aufgabe der Polis ist die Bereitstellung von Rahmenbedingungen, welche die freie Entfaltung der Menschen fördern, indem überflüssig gewordene hierarchische Verhältnisse abgeschafft und überwunden werden. Historisch gesehen waren das Gedeihen des Wohlfahrtsstaates und der Demokratie im letzten Jahrhundert ganz wesentliche Schritte in diese Richtung. Aber seit gut zwei Jahrzehnten ist das sozialdemokratische Modell kein Fortschrittsmotor mehr. Vielmehr zeigen die Zunahme der Einkommens- und Vermögenskonzentration und die Aushöhlung der Demokratie, dass sogar bereits Erreichtes keineswegs mehr sicher ist. Und die Robotisierung von Produktionsprozessen sowie die allgemeine Anwendung der künstlichen Intelligenz werden wahrscheinlich diese regressive Tendenz noch weiter verschärfen, wenn keine passenden institutionellen Reformen gewagt werden. Gegen diesen Hintergrund ist die grundsätzliche ökonomische Rechtfertigung des Sozialismus vergleichsweise einfach. So, aufgrund der Fragmentierung der Arbeiterklasse und aufgrund der zunehmenden Marktmacht von Großunternehmen sinkt die Lohnquote am Volkseinkommen. Wegen aber der internationalen Mobilität des Kapitals und weiterer negativen Anreizwirkungen wird das Kapital immer leichter besteuert und die Ungleichheit nimmt zu. Nun aber ist die begrenzte Wirksamkeit unter den heutigen Bedingungen der Steuerpolitik an sich kein Grund für Resignation, denn prinzipiell
kann die benötigte Umverteilung bereits vor dem Steuerzugriff auf der Ebene der Verteilung der Primäreinkommen aus Kapital erfolgen. Auf der Ebene der Primäreinkommen, weil eben das Steuertransfersystem so unwirksam geworden ist. Auf der Ebene der Kapitaleinkommen, weil eben im Gegensatz zu der Lohnquote die Kapitalquote zunimmt. Okay? So, nun, prinzipiell ist diese Umverteilung möglich, wenn sich ein ausreichend großer Anteil des Kapitalstocks im öffentlichen Eigentum befindet. Denn dann würden die entsprechenden Kapitalerträge aus diesem Eigentum über den öffentlichen Haushalt an die Bürger gleichmäßig weitergeleitet werden können. Mit anderen Worten, begründet die Unzulänglichkeit des sozialdemokratischen Ansatzes, dass eine Aufwertung der Rolle vom öffentlichen Eigentum an Kapital in unserem Wirtschaftssystem stattfindet. Und in diesem Sinne gehört eine bestimmte Form von Sozialismus genau zu diesen Rahmenbedingungen, die hier und heute erforderlich sind, um die freie Entfaltung der Menschen zu fördern. Das scheint mir die beste und klarste Rechtfertigung für eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel heute zu sein. Schönen Dank. Sehr erstaunlich und erstaunlich große Übereinstimmung hier in der ersten Diagnose. Freiheit ist das Problem. Vielleicht eine gewisse Differenz darin, wo die Widersprüche eigentlich anfangen oder seit wann was schon schief geht. Aber zunächst mal frage ich jetzt noch Michael Brien, was das Problem ist. Ja, was ist das Problem, wenn Sozialismus die Lösung sein soll oder in Anspruch nimmt, die Lösung zu sein? Also das Sozialismusproblem ist immer aufgetaucht, wenn der Kapitalismus das Problem gewesen ist, würde ich behaupten. Das ist Anfang des 19. Jahrhunderts gewesen, im zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das ist mit dem Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg. Wir hatten ja 1988, Sie haben das schon angesprochen, 89, so eine Gruppe an der Humboldt-Universität gegründet, moderner Sozialismus. Da hatten wir die sicherlich wahnwitzige Utopie, mit der Krise des Staatsparteisozialismus zugleich auch über den Kapitalismus hinauszugehen. Daran sind wir jämmerlich gescheitert. Das wurde von der Tagesordnung genommen, sicherlich auch gemeinsam mit der ökologischen Frage und so weiter, die eben vor 30 Jahren nicht angegangen wurden. Deswegen ist es wahrscheinlich wirklich nicht verwunderlich, dass in dem Augenblick, wo Kapitalismus in die Krise kommt und Fridays for Future und andere Bewegungen sind ja dafür ein Anzeichen, kommt in einen Sozialismus-Hype neu wieder auf. Das ist unvermeidlich. Auch die Losung, die wir jetzt gesehen haben am Brandenburger Tor, System Change, not Climate Change, ist dafür ganz klar. Und es ist auch begriffsgeschichtlich richtig. Der Begriff Sozialismus entstand vor dem Begriff Kapitalismus. Weil die Sozialisten haben diesen Begriff erst erfunden, um ihren Gegenspieler zu benennen. Louis Blanc, das war der erste sozialistische Minister einer Regierung, kam in der Februarrevolution in die Regierung in Frankreich 1848, war Arbeitsminister, hatte eine ganze Reihe von sozialistischen Zielstellungen. Ankauf der Bergwerke, Eisenbahn, Zentralisierung, Versicherung, Gründung von Genossenschaften. Er wollte Preisregulierung, die bis heute übrigens in Frankreich teilweise noch wirken, nachwirken und so weiter. Und hat dann gesagt, wir wollen eine Gesellschaft, die eben sich deutlich unterscheidet von Kapitalismus, den hat er dann benannt. Das ist die erste richtige, soweit zumindest nachgewiesen, Bezeichnung für Kapitalismus. Das heißt die Aneignung von Kapital durch die einen, durch die Exklusion der anderen. Meines Erachtens Sozialismus, ich würde drei Begriffe sagen. Vielleicht hängt das erste tatsächlich mit Polanyi zusammen. Polanyi wird oft nicht wahrgenommen, er war natürlich ein dezidierter Sozialist. Und für ihn war das Hauptproblem, und das hängt mit dem zusammen, was Lea Üppi gerade gesagt hat, für ihn war der Skandal
er lebt in einer Gesellschaft, wo er sagt, diese Freiheit, die ich habe, kann ich nicht verantworten. Ich kann sie nicht verantworten, weil in dem Augenblick, ich übersetze das mal, er hatte damals ein Beispiel, wenn ich Kohle in den Ofen schmeiße, ich weiß doch nicht, wie sie produziert wurde. Ich weiß nicht, welche Schädigungen Menschen angerichtet haben. Wir sprechen jetzt heute von Flugscham, ja, und so weiter. Wir fahren ans Mittelmeer und wir baden eigentlich, muss man sich darüber im Klaren sein. Wir nehmen die Freiheit, Urlaub zu machen am Mittelmeer und baden in einer Todeszone. Im gleichen Augenblick verrecken dort Menschen, wenn wir dort baden gehen. Also das Erste ist der Skandal, der mit der liberalen Freiheit basiert, aber eingebettet in die kapitalistischen Verhältnisse verbunden ist. Das ist das Erste, weswegen Sozialismus immer wieder als Begehren auftritt, glaube ich, wenn Kapitalismus in der Krise ist. Das Zweite ist, Sozialismus, wenn man ihn ernst nimmt als Lösung für ein Problem, dann muss er in der Lage sein, tatsächlich über den Kapitalismus hinauszugehen. Also kurz formuliert, man muss über die Stärken, Sie haben das, Herr Cornet, in Ihrem Buch ausführlich gemacht, über die Stärken kapitalistischer Wirtschaftsordnung sprechen, auch über die Stärken der politischen Ordnung, die wir haben. Nur dann, wenn man diese Stärken erkennt und bereit ist, sich ihnen zu stellen, ist man auch überhaupt in der Lage, Positionen zu entwickeln, die darüber dann auch hinausweisen. Und drittens, Sozialismus, man könnte ja sagen, wir sprechen einfach von solidarischer Gesellschaft, wir sprechen von die Großgesellschaft, wir sprechen von ökologischer Zivilisation, was auch immer, aber Sozialismus zwingt, das ist glaube ich die Herausforderung, die dahinter steht, über eine Systemalternative, also einen neuen gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang nachzudenken. Und deswegen eine letzte Bemerkung zu Ihnen, Lea Ippi. Sie haben gesagt, Liberalismus und Sozialismus antworten auf die gleiche Freiheitsfrage. Das ist sicherlich richtig. Aber der historisch erste Herausforderer, der das versucht hat zu entwickeln, auch in der Zeit von John Locke, also dem Gründer des modernen Liberalismus, waren die Kommunisten. War die Bewegung der Dicker um Vince Stanley, ja, die auf das Land gezogen sind und sagen, wir können nur frei leben in einer freien Gemeinschaft. Also die Alternative, die dahinter steht, die da von Anfang an dabei war und die man auch immer mitdenken muss, wenn man über Liberalismus und Sozialismus redet, ist die Vorstellung, nicht in einer Gesellschaft der Privateigentümer frei zu sein, sondern in einer Gesellschaft, die gemeinschaftlich organisiert ist. Und von meinem Verständnis ist der Sozialismus der Versuch, diesen Gegensatz der liberalen Antwort auf die Freiheitsfrage und der kommunistischen Antwort auf die Freiheitsfrage zu lösen, aufzuheben in gewisser Hinsicht. Ja, ganz herzlichen Dank für diese erste Fragerunde. Und wir hatten ja gesagt, es gibt nach den jeweiligen Fragen erstmal Gelegenheit für jeden von Ihnen, noch Stellung zu nehmen zu dem, was die anderen gesagt haben. Natürlich nur, wenn es dazu überhaupt einen Anlass gibt und Sie mögen. Teilweise war das ja schon. I think I agree with almost everything. Maybe I just say something about the relationship between freedom and liberalism and socialism when it comes to freedom with reference to what Misha just said. I think it's true that there is always a kind of communistic critique of, that there is a communitarian critique of inequality, of property, and of liberalism. And in a way, that communitarian critique also doesn't come up with critics of liberalism. You find it already in Plato. So there is always a theory of how is it that we should distribute, how we should think about resources, and so on. But I think what is distinctive about the kind of the modern socialist tradition is that when it says that we need to overcome liberalism, and we need to overcome private property and possessive individualism, and so on, the proposal is then not to come up with communities in a way in which liberalism has sought to overcome community. And this is also why the kind of modernization question is such a fraught question for socialists as it is for liberalists, and why it sort of needs further thinking, because I don't think the proposal is to then go back to forms of community ownership
that undo the work that liberalism has done when it comes to the assertion of individualism. So I think the proposal is rather, maybe this is kind of going back to the things that Giacomo was saying, to see how the conditions, the material conditions, are in place that enable us to go back to forms of property sharing, of resource sharing, and of distribution that are able to capitalize on all the good things that liberalism has done. Think about what Marx says when he writes the Communist Manifesto, when he has these wonderful pages in which he talks about the great things that liberalism has done, how it's built, it's destroyed all these Chinese walls, and it destroyed these forms of hierarchies and so on. So to see the promise, and to also see in terms of material relations what that promise was able to deliver, and yet to think about the contradictions in non-material relations that then enable us to overcome and to think about forms of work, forms of community relations that are then superior to the liberal ones, whilst retaining the commitment to freedom that the liberal forms contain. Yeah, also, I think that it's very fruitful and interesting die Unterschiede zu betonen zwischen der liberalen und der sozialistischen Tradition. Gleichzeitig glaube ich, dass wenn wir uns für den Sozialismus jetzt nicht als intellektuelle Spielerei, sondern als Projekt, das eine Chance haben sollte, auch wirklich die Wirklichkeit zu prägen, dann müssen wir Brücken bauen und versuchen, alle mitnehmen zu können. Und das bedeutet, dass man auch die Gemeinsamkeiten, zum Beispiel mit der christlichen Tradition, zum Beispiel mit dem sogenannten Republikanismus betont. Und dann, dass man vielleicht eben, anstatt eben Mauern zu bauen, guckt, welche die Ziele sind. Und ich glaube, genau bei den Zielen kann man vielleicht eben eine sozialistische Färbung der Ziele erkennen, wenn wir eben über sozialen und wirtschaftlichen Modellen nachdenken. Und ich glaube, die ganz zentralen Kriterien, die wir vielleicht anwenden würden, wenn wir über alternative wirtschaftliche und soziale Modelle nachdenken, sind die Ziele des materiellen Wohlstands oder ökonomischen Effizienz, der gerechten Verteilung des Wohlstands und eben der Selbstbestimmung, der Autonomie. Und ich glaube, ich würde dann die sozialistischen Präferenzen hinsichtlich dieser Aspekte so charakterisieren, dass bei allen dreien etwas Sympathisches vorkommt. Also bei dem ersten, bei dem Wohlstand, würde, glaube ich, ein Sozialist sagen, dass es nicht so sehr um marktfähige Güter geht, sondern um konviviale Infrastruktur, um relationale Güter, um eben die Freizeit zu haben, um mit eigenen Freunden und Familien und netten Leuten die eigene Existenz zu verbringen. Ja? Also dass eben materieller Wohlstand eben in dieser Hinsicht auch durchdekliniert wird und da eben den Schwerpunkt gelegt wird. Bei der Verteilungsgerechtigkeit, dass man eben vielleicht eben Chancengerechtigkeit nicht so stark anhebt wie liberal im Vergleich zur Gleichheit der Ergebnisse und selbst bei dem Konzept der Chancengleichheit auch da Unterscheidungen trifft. Ja? Dass es eben nicht einfach darum geht, sozusagen feudale Diskriminierungen, wie die Liberalen eben wollen, aufzuheben. Es geht auch nicht nur darum, einfach soziale, unterschiedliche Vorteile anzugleichen, sondern auch wirklich, sagen wir, geborene Unterschiede, dass man eben dafür auch kompensieren möchte. Ja? Und dann eben bei der Selbstbestimmung, bei der Autonomie. Da würde man, glaube ich, auch eine sozialistische Farbe erkennen, wenn man sagt, dass es eben nicht nur jenseits der negativen Freiheit auch um eine reflektive Freiheit geht, sondern auch eben, dass man darüber hinaus eben auch Aspekte der sozialen Freiheit berücksichtigt, dass man eben, und das ist eben im Einklang mit dem, was ich anfangs gesagt habe über die Konvivialität, dass man eben auch bei den anderen auch die Möglichkeit erkennt, Synergien für die Kooperation zu entwickeln, die auch das eigene Potenzial stärken. Also in dieser Hinsicht würde ich sagen, versuchen wir
alle mitnehmen zu können, die eben vielleicht doch sehr ähnliche Ziele haben, und dann eben charakterisieren wir Sozialismus eher, richten eher mit den Zielen, die wir verfolgen, als eben mit den intellektuellen und kulturellen Hintergründen, die uns differenzieren. Ich möchte nochmal mein Plädoyer stark machen, dass Sozialismus Liberalismus wie Kommunismus versucht aufzuheben. Also ich möchte kurz das... erstens versucht er, vier Begriffe von Freiheit oder vier Dimensionen von Freiheit, die der Liberalismus bzw. der Kommunismus gegeneinander stellen, zu vereinen. Also mit Herr Berlin, negative Freiheit. Sie haben das, du hast das schon stark gemacht, negative Freiheit. Also jeder soll möglichst uneingeschränkt über das, was er will, selber verfügen können. Zweitens positive Freiheit. Wir sind ein Gemeinschaftswesen, also wir sind Teil einer Gemeinschaft. Wir müssen gemeinsam entscheiden über das, was möglich ist. Das ist auch Teil von positiver Freiheit im Liberalismus, eher als, sagen wir, ja, lästige Notwendigkeit anerkannt. Dann gibt es die Freiheit, die ja auch zugleich eine Pflicht ist, sich selber zu entfalten, sich selber zu bereichern, also im Sinne seelisch, kulturell und so weiter zu bereichern, substanzielle Selbstentfaltung. Und dann die vierte Dimension, solidarische Freiheit. Wir sind doch nur frei, eigentlich, wenn wir zugleich auch zur Freiheit der anderen beitragen. Sozialismus hat meines Erachtens diese vier Freiheitsdimensionen, die bei Liberalismus und Kommunismus gegeneinander gestellt werden. Und ich will auch nochmal sagen, warum wir auch ein Loblied auf den Kommunismus singen sollten. Also ein Bildungswesen, einer der erfolgreichsten Streiks oder Bewegungen in den letzten 15, 20 Jahren in Deutschland war die Bewegung gegen die Studiengebühren. Ja, eine der ganz wenigen, die wirklich erfolgreich war, das versucht wurde und erfolgreich versucht wurde, die Einführung von der Privatisierung der Hochschullehre zu verhindern, weil die Vorstellung ganz stark in der Gesellschaft verankert ist, es ist ein gemeinschaftliches Recht, das gewahrt werden muss, dass jeder und jeder Zugang zur Hochschulbildung haben muss, Gesundheitswesen, ja, und so weiter, also auch selbst das Wohnungswesen, also dass es als gemeinschaftliche Aufgabe ist. Wir sind, Wolfgang Streeck hat das vor kurzem deutlich gemacht, es gibt einen alltäglichen Kommunismus, den wir außerordentlich hochschätzen müssen. Und Sozialismus versucht eben genau diese Sachen miteinander zu finden. Eine Stärkung dieser gemeinschaftlichen kommunistischen oder Commons-Grundlagen unseres Lebens und Verbindung mit den liberalen Freiheitsrechten. Und was bedeutet das für das 21. Jahrhundert? Also ich würde nochmal darauf bestehen, Sozialismus ist eine Vereinigung der Ansätze von Liberalismus und Kommunismus. So, ich glaube, wir sind schon ganz schön weit gekommen in der Differenzierung, aber auch wieder Zusammenführung der Position. Ich würde jetzt gerne zur zweiten Frage übergehen und vor allem Herr Cornio hat darauf ja schon sehr deutlich angespielt, nämlich die Frage der ökonomischen Weichenstellung einer sozialistischen Ordnung. Also konkret, was sozusagen skizziert wären die neuen Institutionen, die mit so einer sozialistischen Transformation verbunden wären? Was zwischen Marktsozialismus, Property-Owning Democracy, Shareholder Economy, wie Cornio sie vorschlägt, oder andere Modelle, was genau wären da die Mischformen, von denen ich einleitend gesprochen habe? Und unter anderem eben, wie stellt man sich das Verhältnis von marktförmigen, nicht marktförmigen Institutionen vor? Wie stellt man sich Eigentumsformen vor? Also alles, was sich dazu sagen lässt oder nicht sagen lässt, kurz oder länger, würden wir gerne diskutieren. Okay, so I think I'll be brief, because this is probably the question where I have less to say. And part of the reason I have less to say is that I tend to think of these specific features that the socialist economic design has to take as a question that should be raised democratically and answered democratically. I think it takes socialism into two technocratic directions to come up with a very specific list of things that we need to do, what kind of economy we want to build, what kind of institutions we need to build. It seems to me that we have a set of resources, intellectual resources and historical resources and political resources, to know that socialism is something that is different from capitalism,
and to also know that it has something to do with overcoming the contradictions of capital, with running markets that are not based on capitalistic motives, that don't generate wealth production in that way. So we have a kind of negative vision that we want to react against. And I always worry that if we have two specific answers to the positive vision that we want to give, that gives too much content to a theory which I think shouldn't have as much content. If socialism is supposed to be a democratic theory, once we have a critique, a target for critique, then what we need to do is to create the forms of political and social relations that enable us to then raise these further, more specific questions about the economy and how to run the economy. I would only say two things, actually one thing only, and that is more of a question that I have whenever I think about the economy and about economic organization, which is the following. Until about, I don't know, 20 years ago, we talked about socialism as if it only had a past. It was always something in the past, it was something that other countries, other areas of the world had done, that was over, there was this liberal promise of new society, and that was part of the kind of intellectual heritage of the 90s, was the end of the world, was socialism is in the past. And I think what we see now is the opposite tendency. We talk about socialism as if there was only a future, as if it's this theory that is standing in front of us, which has this intrinsic and intuitive desirability and plausibility, and to which we want to commit to ourselves and in the direction of which we want to transform our societies. And my biggest worry, as someone who grew up in kind of communist society, is that we don't connect the past with the future as much. And my worry is that whenever we look at the past of socialism, we think, oh, that wasn't really socialism, so we just need to look at the future. And my worry is that when we do that, when we take that attitude to the past of socialism, when we don't take sufficiently critical or sort of, we don't revisit those societies in a more productive way, we don't learn anything from these experiences, including the economy, including how the economy is organized, including ways of experimenting with different arrangements in the market, with different ways of making profits, with different ways of creating incentives and so on. So I don't have, because I haven't studied specifically economy or the arrangement of distribution of resources and so on in these societies, I don't have an answer, but it seems to me that a productive way forward is to try and actually rethink our attitude to history in such a way that we can learn from these experiences rather than just putting them to one side and say, well, this is not something socialism was never done before and we need to just look at the future and never think about the past. Because I think, in a way, these discussions around the economy and these more specific discussions about how we want to run the economy, I think will only be productive if we interrogate our past experiences in a way that forces us to learn from them, not with this attitude of just abandoning them and say, oh, they were all wrong, they were all hierarchical, they were all inegalitarian, and so on. Then I have a bit more to say about bureaucracy and politics, but maybe that's for the, sort of the next discussion. Okay, also Lea sagt, so viel müssen wir uns da positiv gar nicht ausmalen. Wir sollten uns nicht anfangen, kleinteilig schon die neuen ökonomischen Institutionen und Praktiken und Mechanismen uns auszudenken. Zunächst mal reicht der negative Absprung und das Lernen von den vergangenen Erfahrungen und den dort gemachten Experimenten. Klaus Cornio, Giacomo Cornio hat eine etwas sozusagen ausgefeiltere institutionelle Vorstellung und einen sehr konkreten Vorschlag, wie eine solche Ordnung aussehen sollte. Und ja, also zunächst einmal möchte ich betonen, dass in der Ökonomik bestimmte, ja, ich würde sagen, Tausenden von Werken geschrieben worden sind über diese Fragestellung. Also es ist nicht, dass wir eben von null anfangen. Wir haben schon reflektiert über die Erfahrungen in der Vergangenheit und auch über die Versuche, über die Fehler zu verstehen, die begangen wurden. Und zum Zweiten möchte ich anmerken, dass sicherlich Sozialismus überhaupt keine Chance hat, irgendeine politische Mehrheit zu gewinnen, wenn keine konkreten Vorstellungen von dem Pfad vorliegen. Ansonsten bleibt es eben eine Spielerei. Also, was ist meine Position? Also aussichtsreiche ist meines Erachtens eine Form von Marktsozialismus,
in der die kapitalistische Kontrolle von Großunternehmen beseitigt wird und stattdessen eine öffentlich-demokratische Steuerung von diesen Großunternehmen stattfindet. Damit meine ich drei Dinge. Erstens, dass diese Großunternehmen durch eine ausgeprägte Mitbestimmung durch die Beschäftigten gekennzeichnet sind. Zweitens, dass diese Unternehmen wahrhaftig transparent der Zivilgesellschaft gegenüber sind, damit eine wirksame Aufsichtsfunktion erfüllt werden kann. Und drittens, dass ihre Dividenden in den öffentlichen Haushalt fließen und für die Auszahlung einer sozialen Dividende verwendet werden. So, das heißt, im Hintergrund steht eine Marktwirtschaft, in der die Großunternehmen im öffentlichen Eigentum sind, aber kleine und mittelständische Unternehmen privater Art und genossenschaftlicher Art durchaus vorhanden sind. Die großen Unternehmen, die öffentlich-demokratischen Unternehmen, müssen autonom sein. Ihre Entscheidungen treffen sie in voller Unabhängigkeit von der jeweiligen Regierung. Umgekehrt aber gewährt diese ihnen weder Beihilfen noch irgendwelche Marktprivilegien. Okay? Das heißt, diese öffentlichen demokratischen Unternehmen müssen, genau wie alle anderen, den Markttest bestehen. Oder, um es ganz klar zu sagen, sie müssen die marktübliche Rendite abwerfen. Wesentlich dafür ist eine passende Anreizstruktur. Und diese sollte von einer neuartigen Institution bestimmt werden, die ich als Bundesaktionär bezeichne. Sämtliche öffentlich-demokratischen Unternehmen sollten börsennotierten Aktiengesellschaften sein und der Bundesaktionär würde die absolute Mehrheit des Kapitals, zum Beispiel 51% dieser Unternehmen, besitzen. Die restlichen Aktien wären hingegen frei gehandelt auf dem Markt. Und dies ermöglicht die Gestaltung der benötigten Anreizverträge für das Management dieser Großunternehmen. Die Mission des Bundesaktionärs wäre die Maximierung der langfristigen Rendite auf das investierte Kapital. Und der Bundesaktionär wäre, ähnlich wie die Bundesbank oder andere Agenturen, eine politisch unabhängige öffentliche Institution, die ein klares Mandat hat und durch Fachleute geleitet wird. Ja? Ihre Aufgabe ist, die Kapitalistenkontrollen zu ersetzen in den jeweiligen Unternehmen. Also wie diese hat diese Institution nach finanzwirtschaftlichen Kriterien zu handeln. Nur, dass eben das Personal dieser Institution nicht nach dynastischen Kriterien, sondern nach Kompetenz ausgewählt wird und dass die erwirtschafteten Gewinne nicht einer kleinen Geldelite, sondern allen Bürgern gleichmäßig zugutekommen. Ich glaube, das ist der institutionelle Rahmen, der am vielversprechendsten ist, um eben ein sozialistisches System heute in einem Land wie Deutschland, also sagen wir in einer westlichen entwickelten Volkswirtschaft zu haben. Dankeschön. Ja, erstmal Werbung für das Buch von Giacomo Corneo. Das sollte man wirklich in Ruhe lesen, weil das ist sehr ausgefeilt unter dem Gesichtspunkt der zentralen Probleme, die eine alternative sozialistische Marktwirtschaft haben könnte. Ich will auf folgendes Problem aufmerksam machen. Jan Ziegler hat vor kurzem ein sehr schönes Buch geschrieben, Was ist so schlimm am Kapitalismus? Übrigens auch ein Dialog mit seiner Enkelin. Und die letzte Frage ist dann wieder, in dem Fall Enkelin, ist auch noch ein bisschen älter. Du weißt also nichts
über das gesellschaftliche und wirtschaftliche System, das den Kapitalismus ersetzen soll. Scheitert, wird also am Ende des Buches gefragt. Da sagt Jean Ziegler seiner Enkelin überhaupt nichts, zumindest nichts Genaues. Aber das hindert mich nicht, darauf zu hoffen, dass deine Generation den Kapitalismus stürzen wird. Das Problem, 1918, 1919 kamen Sozialisten, Kommunisten, Bolschewiki, aber auch in Deutschland, ne, an die Macht, Sozialdemokraten, und hatten keinerlei Vorstellung, wie eine alternative Wirtschaftsordnung und politische Ordnung funktionieren sollte. Also auch die Schutzpatronin meiner Stiftung, Rosa Luxemburg, wenn man sich das ansieht, sie fängt erst Ende 1918 ernsthaft über diese Frage nach. Vorher verweist sie immer auf vorkapitalistische, kommunistische Formen, auf sehr einfache planwirtschaftliche Formen. Und das ist meines Erachtens eine Erbsünde, der, gerade auch der marxistischen Richtung des Sozialismus und Kommunismus. Zweitens, ich bin auch zum Glück kein Ökonom, kann mich also wie Lea als Philosoph rausreden. Was aber wichtig ist, ist, glaube ich, man muss sich vorbereiten auf die Widersprüche, mit denen man konfrontiert ist. Also es gibt sehr unterschiedliche Güter. Also wer die Vorstellung hat, alle Güter in die ein und dieselbe Wirtschaftsordnung zu bringen, irrt sich. Also es gibt öffentliche Güter, es gibt gemeinschaftliche Güter, es gibt Güter in Unternehmensform, die kooperativ genutzt werden müssen. Es gibt Güter, die wir alle mehr in Partnerschaften und Familien und Nachbarschaften nutzen wollen und so weiter. Es gibt Digital Commons und. Also wir müssen uns auf eine Situation der Widersprüchlichkeit und der Experimente einstellen. Zweite Bemerkung. Und da wird es dann vielleicht etwas schwieriger, wenn wir sagen ja im Grundgesetz, Eigentum verpflichtet. Eigentlich ist damit gemeint, jede Verfügung über Eigentum muss immer daran denken, dass die Eleanor Ostrom hat das sehr stark gemacht, die einzige Nobelpreisträgerin für Ökonomie als Frau, hat gesagt, alle unsere Güter kommen aus gemeinschaftlichen Systemen, Common Pool Resource Systems, sagt sie, ja. Und wir haben eine Verpflichtung, diese Systeme zu erhalten, zu bereichern, nachfolgende Generationen weiterzugeben. Und auch alle diese Systeme, das darf man auch nicht vergessen, sind eingebettet in konkrete Lebenszusammenhänge, in Heimaten. Also man könnte mit den Zapatista sagen, es geht um eine Eigentumsordnung als Gesamtzusammenhang, in der viele Eigentumsformen für viele Heimat Platz haben. Das muss immer mitgedacht werden. Und jeder Eigentümer muss eben auch, ich werde jetzt zitieren auch Leute, muss auch Kommunist sein. Also er muss an das Gemeinschaftliche denken und er muss auch als solcher verpflichtet werden und haftbar gemacht werden. Zugleich muss er auch haftbar gemacht werden für das besondere Eigentum, das er verantwortet, aber in dieser Spannung zwischen dem Besonderen und dem Gemeinschaftlichen. Eine letzte Frage, also ich habe wirklich mit großer Aufmerksamkeit Ihr Buch gelesen. Ich glaube, eine Frage müssen wir uns vor Augen führen. Wenn wir heute über Eigentumsfrage reden, das ist auch noch anders als vor 100 Jahren, reden wir im Anblick einer Zivilisationskrise, die einen radikalen Umbau unserer gesamten Wirtschaft unter ökologischen, global-solidarischen Gesichtspunkten, Friedensgesichtspunkten verlangt. Vor 30 Jahren schon hat der Leiter des World Watch Instituts in Washington gesagt, war-like speed, also mit kriegsähnlicher Geschwindigkeit müssen wir die Probleme angehen. 30 Jahre haben wir sie ausgesessen und meine Generation ist damit mit zuständig und verantwortlich für diese Situation. Das heißt, wenn man über eine Eigentumsordnung heute spricht, muss man über Eigentumsordnung in einer radikalen Transformationssituation sprechen. Ich habe mir mal angeguckt, was die USA gemacht hat, als sie in den Krieg eingestiegen ist. Ja, Sie haben radikal von einem Tag auf den anderen die Produktion von Autos verboten. Ja? Also für private Zwecke. Absolut weg. Eine ganze Reihe von anderen. Die deutsche Autoindustrie ist ja einer der großen globalen Verbrecher auf diesem Gebiet. Wir produzieren einfach jetzt gerade zusätzlich noch Autos, die völlig überflüssig sind, gefährlich sind. Sie haben das radikal durchgestellt. Sie haben die Erfahrung muss man studieren, wie man Transformation macht. Sie haben im Krieg das Bruttosozialprodukt um 70% gesteigert. Sie haben den Lebensstandard nicht gesenkt. Sie haben die Preise und Löhne unter Kontrolle gehabt und mehr Leute, vor allen Dingen auch Frauen, am wirtschaftlichen Aufschwung in der Kriegszeit beteiligt. Und sie haben eine
Einkommensteuer für alle Leute, die also nach heutigen Rechnungen ungefähr 18 Millionen im Jahr verdienen, von 94% verhängt. 94% auf die superreichen Einkommen. Also ich will nur sagen, wir haben Erfahrungen. Es gibt historische Erfahrungen. Und wie Sie das gemacht haben, mit welchen Instrumentarien, welchen Boards, welchen Mitbestimmungen Gewerkschaften eine Rolle gespielt haben, das brauchen wir auch, wenn wir jetzt über die deutsche Autoindustrie, Chemieindustrie, die Landwirtschaft sprechen. Dann brauchen wir Transformationsräte, die da eingreifen. Da müssen wir experimentieren und müssen gucken, was kann in den verschiedenen Formen passieren. Aber ich glaube, wir sollten das studieren und dann mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt. Wir müssen auch die Erfahrungen der Chinesen studieren. Ja, China hat eine Transformationswirtschaft, weil sie aufsteigen wollen. Sie haben zweifelsohne nicht unter den Bedingungen, die wir haben wollen, nämlich einer weitgehenden demokratischen Öffentlichkeit und so weiter. Aber sie haben eine ganze Reihe von Formen entwickelt. Sie sprechen ja auch von marktsozialistischen Formen, wo durchaus Ansatzpunkte sind, die wir studieren sollten, um zu sehen, wie wir selber den Strukturwandel, der ansteht, sozial, ökologisch und dann eben auch demokratisch hinbekommen. Also ich würde vorschlagen, lernen, lernen, nochmals lernen an solchen historischen oder auch aktuellen Beispielen. So, das mit dem War Like Speed klingt jetzt nicht genau nach dem Vorrang der Demokratie, den Lea anfangs eingefordert hat. Deshalb jetzt hier, dann wie beim letzten Mal auch, noch die Gelegenheit, wechselseitig aufeinander zu reagieren. Du fängst an. Well, I think I agree with a lot of things that were said. So I don't think I have I don't think I have any disagreements to articulate. I guess one thing that I would say is when we think about how we should organize the economy in a socialist state, why are we still thinking about the state? Because it seems to me that part of the one of the reasons why what we've learned from these failed socialistic experiments is in fact the problematic nature of connecting socialism to the state and to all the things that come with the state. So I guess one, and this partly connects also to some of the things that Michel was saying, that what does it mean to, when we say, for example, that we're thinking about the, say, market socialism for places like Germany, are we leaving that, then, that whole asset untouched when we say this is for advanced capitalist democracies, this is what they could do to reorganize wealth, to distribute resources? What do we say to other countries? What do we say to other parts of the world? Do we say, you have to all do the same, and so we all have to be part of this kind of civilizing effort to become modern, and after being modern, to become more equal? Or do we have to rethink the structures of political cooperation that are required to then also rethink the structures of economic cooperation? So this is, I guess, this was at the heart of my initial interventions, which is not to say, and I agree with Jacques Mouchonnet, that we need to also have proposals to put forward and constructive proposals to put forward on how we envisage our economy. But my concern is that if we put forward these economic proposals, I worry that they come too tied to the current political forms that we have. And it seems to me that if we rethink socialism, we also need to rethink the political forms of transmitting socialist ideas and not just the organization of economic resources and distribution of economic resources. Ja, also wenn ich hier im Sinne, die nächste Frage ist mehr über den Zusammenhang zwischen Demokratie und Sozialismus. Ja, aber im Prinzip ja, natürlich, das ist ein ganz großer Punkt. Ich glaube nicht, dass wir uns anmaßen können, für andere Länder sinnvolle Rezepte zu geben, wie sie eben den Sozialismus zu entwickeln hätten. Ich glaube tatsächlich, dass jedes Gemeinwesen und eben hier kann man auch differenzieren, nicht nur über Nationalstaaten, sondern auch auf kleineren Ebenen, hat sicherlich unterschiedliche so im Grunde würde ich sagen, Ressourcen und Präferenzen, wobei eben unter den Ressourcen sind, ist ein breites Konzept, also es sind auch eigene kulturelle Traditionen, eigene herrschende Wertvorstellungen und dann natürlich auch eigene Geschichte von Staatswesen, so die Qualität des, der,
of the government ist auch ausschlaggebend, was eben umsetzbar ist durch den Staat und eben auch andere Präferenzen, eben, dass eben bestimmte Aspekte stärker im Hintergrund, im Vordergrund stehen als bei uns. Also was ich gelernt habe durch diesen Streifzug durch unterschiedliche Wirtschaftssysteme, den ich unternommen habe, ist letztendlich für eine komplexe Volkswirtschaft, für eine Gesellschaft, in der man Bevormundungen sicherlich nicht tolerieren will, wie wichtig der instrumentelle Wert von Geld und Märkten ist. Und ich glaube, dass eine nüchterne, also das ist auch eine Botschaft von meinem Buch, dass eben wir in der Vergangenheit, also wir jetzt, ich spreche von Menschen, die eben Herz auf der linken Seite hatten und eben gewisse Präferenzen für Wirtschafts- und Sozialmodelle hatten, tendenziell Geld und Märkte verteufelt haben, weil sie eben in der marxistischen Tradition auch extrem einsichtig kritisiert wurden. Dennoch glaube ich, dass diese Kritik eben teilweise eine Nirvana-Kritik war, weil eben die Frage nicht gestellt wurde, okay, aber dann was denn? Ja? Was, wenn wir eben kein Geld haben? Was, wenn wir keine Märkte haben? So weiter. Und dann fängt man an zu überlegen und dann ist es verdammt schwierig. Es ist verdammt schwierig. Also wenn wir nicht eben sagen, ja, wir stellen uns vor, dass jeder auf einer Insel lebt, wo es vielleicht 200 Leute gibt, 400 kleine Betriebe und so, ja, dann können wir natürlich auch alles in allgemeine Gütergemeinschaft machen. Aber wenn eben diese Perspektive vollkommen irrealistisch ist, wie es für uns ist, dann müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wir Geld und Märkte brauchen. Der Punkt ist aber, dass die Liberalen falsch daran liegen zu glauben, dass gleichzeitig auch das private Eigentum an den Produktionsmitteln notwendig ist, um eben das Koordinationsproblem der Volkswirtschaft zu lösen. Ja? Aber eben wichtig ist eben diesen instrumentellen Wert anzuerkennen. Und ich glaube, das ist auch sozusagen therapeutisch ein ganz guter Schritt, um eben auch die Angst zu verlieren, mit diesen Instrumenten herumzuhantieren. Ja? Weil wenn man eben Geld und Märkte als Instrumente sieht, ja, dann entsakralisiert man sie. Ja? Dann sind sie kein Teufel mehr, keine Macht über uns mehr, dann sind sie einfach Instrumente. Natürlich, sie sind keine reinen Instrumente, weil sie natürlich eine Feedback-Relation haben mit der Kultur, mit der Art und Weise, wie wir zueinander stehen. Aber eben die Herausforderung ist eben, Gegengewichte zu finden, sodass wir die Logik der Kommerzialisierung nur in diesem Bereich aufrechterhalten und verhindern, dass sie ausufert in anderen Bereichen, die das Leben lebenswertig machen. In den Bereichen der zwischenmenschlichen Beziehungen, in den Bereichen der Wissenschaft, in den Bereichen der Demokratie, in den Bereichen der Kultur. Ja? Da möchten wir keine Marktlogik, da möchten wir keine kapitalistische Logik sowieso. Ja? Aber das ist eben die Herausforderung, ja? Das gute Gleichgewicht zu finden, auf der einen Seite die Vorteile von Märkten und Privatinitiative zu haben, damit wir in Wohlstand leben können, weil eben Wohlstand nicht einfach Konsumerismus ist, sondern auch ganz konkrete menschliche Verbesserungen ermöglicht. Ja? Denken wir an wie viele junge Menschen jahrhundertelang gezwungen waren, mit ihren dummen konservativen Eltern zusammen zu wohnen, weil sie eben kein Geld hatten, um allein zu wohnen. Ja? Das ging, ja, und das ist die armen Eltern, würde ich sagen. Die armen Eltern. Ja, die ja. Kinder zusammen. Ja. Die gerade Perspektive. Also, das ist sogar empirisch belegt, was Sie sagen. Also es scheint, dass eben, es gibt diese Glücksforschung und ich finde, dass eben Kinder kein Glück zu den Eltern bringen, es sei zu dem Zeitpunkt, wenn sie das Haus verlassen. Dabei mache ich mal den Weg, ich habe es gerade gemacht, dass es nicht stimmt.
weil wenigstens den Vätern die Kinder schon Glück bringen. 9 Monate vor der Geburt. Okay, aber jetzt ernst. Ja, ich glaube, ich habe schon. Ich glaube, ich muss jetzt mal kurz aufs Zeitmanagement achten, damit wir zu den beiden weiteren Fragen noch kommen. Also kurzes abschließendes Statement zur Ökonomiefrage von Michael Brie. Und dann gehen wir zu den nächsten beiden Fragen, nämlich zu der nach Sozialismus als sozialer, politischer Form und insbesondere die Frage der Demokratie und dann ganz zum Schluss die Frage, was tun, nur damit Sie wissen, was alles noch so auf Sie zukommt. Und wir machen jetzt ein bisschen schneller hier vorne, damit wir noch genug Zeit für die allgemeine Diskussion haben. Nur zur Orientierung, es steht ja auf den Plakaten immer 18 Uhr bis 21 Uhr. Üblicherweise versuchen wir dann doch irgendwie so um 8:30 herum Schluss zu machen, noch etwas an der Bar trinken zu können und noch ein bisschen so weiterzureden. Aber wir schauen mal, wie das so läuft. Also, einer der schönsten Sätze von Karl Marx ist, Zeit ist Raum für menschliche Entwicklung. Zeit ist Raum für menschliche Entwicklung. In der DDR habe ich immer versucht zu begründen, warum wir mehr Markt brauchen. Jetzt würde ich, in der jetzigen Situation, finde ich, sollten wir darüber reden, dass wir mehr Planung brauchen, mehr Steuerung und gegebenenfalls auch durchaus eine Reihe von Verboten. Das Europäische Parlament hat vor kurzem, also Ende November, den Klimanotstand verkündet. Ja, und darauf gab es eine Reaktion des Abgeordneten der CDU, Peter Liese. Gerade in Deutschland wurde unter Benutzung des Begriffs Notstand nach der Amtsübernahme Hitlers die Demokratie abgeschafft und fundamentale Rechte, die Pressefreiheit, eingeschränkt. Ja, das war die Begründung, gegen den Klimanotstand zu votieren. Ich sehe natürlich das Problem, aber ich möchte auch sagen, in den USA fand im Krieg Präsidentschaftswahlen statt. Die Pressefreiheit war natürlich wahrscheinlich nicht alle Kriegsgeheimnisse, aber war doch weitgehend gewährleistet. Der politische Wettbewerb war gewährleistet. Also ich glaube nicht, dass wir in der Situation gegenwärtig sind, dass wir vor allem, dass wir den Totalitarismus fürchten müssen. Wir müssen fürchten, dass wir die gesellschaftlichen Gewalten, die wir entfesselt haben, nicht unter Kontrolle haben. Und noch einmal, Deutschland exportiert gegenwärtig ungefähr in der Größenordnung von 260 Milliarden Euro Autos in die ganze Welt. Die deutsche Industrie ist und damit die Arbeitsplätze, die Einnahmen, auch die Hochschulen sind alle abhängig in beträchtlichem Maße von der Autoindustrie. Wenn wir diese Transformation nicht hinbekommen, und zwar als Gesteuerte, als sozial Abgewogene, dann wird das hier ganz bitter. Also deswegen brauchen wir viel mehr. Und das kann auch nur demokratisch funktionieren. Auch eine Erfahrung, letzte Meinung dazu, auch eine Erfahrung der USA war ja gerade, dass das nur funktioniert hat, weil während des Krieges die Demokratie und Partizipation ausgebaut wurde. Sie wurde nach dem Krieg unter der McCarthy-Ära wieder zurückgeschraubt. Die Gewerkschaften haben Einfluss verloren und so weiter und so fort. Gut, wir gehen über zur nächsten Runde. Also Sozialismus als politische, gesellschaftliche Ordnung. Und wie stellt man sich das Verhältnis von Demokratie und Sozialismus vor? Erstmal wieder dir. Thank you. So, I feel as if I would give a different question today and tomorrow, depending on how the British elections go tonight. because I have told my friends that I have gone on record saying that if the Labour Party doesn't form the next government, I will only defend the revolution as a way of realizing socialism. So. I mean it. It's not a joke. So, and the reason I say that is that I think the question that we need to ask when we think about the relationship between socialism and democracy is, what are the kinds of societies in which we try to realize socialism? And what is the relationship between liberal democracy on the one hand and the ideal of socialist democracy on the other? It seems to me that in the efforts to reappropriate the kind of the Marxist tradition that have been done, including by left liberals, including by people like you were mentioning earlier, Rawls, and sort of the Anglo-American tradition that is open to socialism, open to the concerns about distribution, justice in production, and so on. One of the things that has been missed from the socialist tradition is the kind of theory of the state that underpins these efforts at socialist transformation. And one of the biggest differences between the kind of left liberal theories of the state and, I would say, the socialist theories of the state is
how we conceive of the state. What is the state? And to what extent the state, and to what extent the relationship, the conflictual relationship between different social classes makes a difference to the kinds of structures of representation that liberal democratic states can give us. And when I was talking about the British elections, and the reason it wasn't a joke is that I have a feeling whenever I present this dilemma in Germany, I think here there's a more egalitarian society with maybe a stronger social democratic tradition where these class differences are not felt as strongly. But where I come from, where I teach and where I live, where I come from, wealth differentials, power differentials, education differentials make a huge difference to the capacity that agents have to articulate their concerns in the public sphere, and therefore also to the way in which we assess what we call liberal democracy, to the point of thinking that liberal democracy isn't really democracy at all, because what you have is you have a party that can run a whole campaign on elections, a whole referendum campaign on lies, on private companies interfering with people's data and concerns about privacy and so on. So basically betraying at every level the liberal freedoms that these societies promise to give. And yet we still hold on to these parliamentary processes, to the kind of democracy that these processes give us, and we find ourselves bound to the results. So even a party that wants to be a radical party like the Labour Party still has to commit to these standards of liberal democracy that we find in the liberal parliamentary democracy. And when we think about crisis and the kind of the crisis of socialism, of the crisis of liberalism, and the relationship between the crisis of liberalism and socialism, it seems to me that at some point we're going to have to ask the question, well, what if these institutions constantly fail to give us the results that are conducive to realizing socialism democratically? And we just cannot go on not asking that question, because the more the crisis becomes deeper, the more states are involved, the more the far right rises, the more the authoritarianism is on the rise, the more it cannot be that the response is, well, we need to consolidate liberal democracy, liberal parliamentary democracy more specifically. We have to come up with alternative sets of institutions, with an alternative way of thinking about democracy. And I suspect we also have to revisit some of this radical democratic tradition, radical socialist and democratic tradition of thinking about the state as a site of conflict, not as a site of cooperation, where, you know, we all agree on what rights are, what the right forms of distribution. So I think when we think about what is the specific contribution that socialism can make to democratic theory, I tend to see of the difference between the socialist contribution and what I call the left liberal contribution, and possibly even the social democratic contribution, as being a degree of skepticism with regard to how well liberal parliamentary democracy in the nation state form in which we find it is actually able to deliver democracy. And the necessity of thinking about, okay, what does it mean to operate in this context in which democratic institutions are a sham? They're not really democratic institutions. You have people who become more and more miserable, you have child poverty increasing, you have people using food banks in Britain, is the fourth richest country in the world, and the United Nations report that came out recently about poverty was damning. And yet we still hold on to these liberal parliamentary procedures, and we think, well, if we lose the election, that's it, we just have to wait for another 4 years. 4 years after, you get another leader that is even worse than Boris Johnson. So I'm saying this now in anticipation of a bad outcome of the election. It may well be that the election will go great, and tomorrow I'll say, no, actually, guys, you know what, liberal democracy works great, you know, you can get the Social Democratic Party in power. But I also, maybe this is the next thing that we're going to say, I also think we should be mindful of the historical experiences of social democracy and the way in which the kind of the cycles and the fluctuations of social democracy and the ability that they have to deliver on the kind of egalitarian promise that they carry. So I think maybe I'll say a bit more around constructive, maybe in the next round I'll say something more about how we could think about the relationship between socialism and democracy in a more constructive way, but I think for now I'll just leave it with this kind of note of warning and skepticism, and yeah. Ja, über den Zusammenhang zwischen Demokratie und Sozialismus. Dass im Marktsozialismus die Demokratie in den Unternehmen durch die Mitbestimmung gefördert wird, das habe ich schon betont. Ein weiterer wesentlicher Grund für die Beseitigung von kapitalistischer Kontrolle
der Großunternehmen ist die Förderung der politischen Demokratie. Ja? Wenn die kapitalistische Kontrolle von Großunternehmen gerade das ist, was eben der Geldelite die Macht gibt, einen ungeheuren Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung zu nehmen. Ja? Deswegen ist, wie Lea schon sagte, der Zusammenhang schon da und eben genau ein konfliktueller Punkt wird hier hervorgehoben, nämlich dass eben in kapitalistischen Gesellschaften die Geldelite durch die Kontrolle der Konzerne die Möglichkeit hat, einen immens überproportionalen Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung zu haben. Ja? Und deswegen ihre Beseitigung als Klasse dazu beitragen kann, dass eben aus einer Zuschauerdemokratie auch eine richtige partizipative Demokratie wird. Nun aber muss man ehrlicherweise sagen, dass die Vertiefung der Demokratie im Sozialismus oder im Marktsozialismus gar kein Selbstläufer ist. Dass letztendlich öffentliche Instanzen die Kontrolle über sämtliche Großunternehmen einer Volkswirtschaft innehaben, birgt nämlich die Gefahr eines ungeheuren Staatsversagens. Die Gefahr, dass auf die Ausbeutung durch die Kapitalisten eine Ausbeutung durch die Politiker folgt. Ja. Und deswegen muss man ganz klar, glaube ich, hier betonen, dass ein sozialistisches Projekt nur dann gelingen kann, wenn im politischen Bereich Folgendes passiert. Die Bürger müssen erstens viel besser ihre politischen Vertreter beaufsichtigen, als heute der Fall ist. Nur durch viel mehr Transparenz können wir den Parteienwettbewerb so verschärfen, dass tatsächlich eben die Politiker dann nicht auf Kosten der restlichen Gesellschaft Entscheidungen treffen. Und der zweite Punkt ist, dass viel mehr Entscheidungen als bisher direkt von den Bürgern, also nicht über ihre politischen Vertreter, getroffen werden sollten. Also über Volksentscheide und ähnliche partizipative Verfahren. Und ich glaube, dass eben Marktsozialismus und partizipatorische Demokratie die gleiche Motivation teilen, ja, nämlich die Förderung der freien Entfaltung der Menschen durch die Abschaffung und Überwindung von überflüssig gewordenen hierarchischen Verhältnissen. Die Abschaffung der kapitalistischen Dominanz im wirtschaftlichen Bereich für den Marktsozialismus, die Abschaffung der politischen Bevormundung durch Parteibürokratien für die partizipative Demokratie. Und in diesem Sinne, glaube ich, gibt es hier eine Synergie, die extrem wichtig ist. Und genau die Erfahrungen von Ländern wie Ungarn oder Jugoslawien zeigen eben, wie schädlich es sein kann, wenn marktsozialistischen Elementen in der Volkswirtschaft mit dem Fehlen von demokratischen Strukturen, durch fehlende demokratische Strukturen begleitet. Ich bemühe mich kurz zu fassen, genau. Also Volksentscheide, ganz wunderbar. Brexit war doch Volksentscheid, ne? Jetzt vor kurzem eine Studie erschienen, die in der FAZ besprochen wurde. Da wurde gesagt, wieso ist dieser Volksentscheid so ausgegangen? Er ist deshalb so ausgegangen, weil die konservative Regierung der Tories vorher solche drastischen Sozialkürzungen durchgeführt hat, dass genau in denen die Gruppen, die besonders von diesen Sozialkürzungen betroffen waren, dann für den Brexit gestimmt haben. Ja? Also den Zusammenhang jetzt hier zwischen Kapitalmacht und neoliberaler Politik und demokratischen Entscheidungen muss man sich vor Augen führen. Und ich will nur, also ein Problem, wenn man Demokratie, klingt ja wunderbar, ja, genauso wie Menschenrechte und so weiter und so fort, Sozialismus. Wenn man aber
Man muss immer sagen, welcher Widerspruch steht dahinter? Also welches Problem steht dahinter? Und einer der, glaube ich, die entscheidende Mine unter dem Liberalismus gelegt hat, ist Rousseau. Rousseau hat gesagt, es gibt drei verschiedene Willen. Es gibt den Willen der vielen, es gibt den Mehrheitswillen und es gibt den Volonté General. Die fallen nicht zusammen und er ist daran gescheitert, die zusammenzubringen. Ja? Aber das muss man sich im Klaren sein, dass der Gemeinwohlwille und der Wille, was ich zum Beispiel will, zwangsläufig nicht identisch sein können. Und dahinter ist dann das ganze Problem, was Liberalismus, Kommunismus, Sozialismus versuchen zu bearbeiten. Was wir brauchen, glaube ich, ist vielleicht dazu ganz kurz eigentlich eine Verfassungsrevolution, die wir auch 1989, 90 nicht hinbekommen haben, eine neue Verfassung, weil wir in unserer dem wunderbaren Grundgesetz, das war auch 1948 nicht das Thema. Die Frage der langfristigen Interessen an der Erhaltung der Natur und der gemeinschaftlichen Güter stand nicht oben. Also die Würde des Menschen ist unantastbar, völlig richtig, aber man hätte hinzufügen müssen, oder wir müssten heute hinzufügen, zugleich ist es eine staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Staat und alle anerkannten gesellschaftlichen Akteure sich einsetzen für die Vermehrung des natürlichen und gesellschaftlichen Reichtums und sind darauf verpflichtet. Also wir haben faktisch im Grundgesetz nur eine Säule, die liberale Säule mit Ergänzung der sozialen, aber uns fehlt eine zweite Säule. Eigentlich die kommunistische Säule fehlt im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. So, ich kürze jetzt mal mit Warlike Speed die ganze Sache ein bisschen ab und werde direkt dazu übergehen, die letzte, vierte Frage zu stellen und auch darum bitten, das ist jetzt ein bisschen gemein ohne Vorbereitung, dass jeder von Ihnen dazu tatsächlich nur einen Satz noch sagt. Die letzte Frage war, und wir werden dann, ich glaube, das unter anderem ist das, was das Publikum, das jetzt auch langsam zu Wort kommen will, sicherlich sehr interessieren wird. Also die letzte Frage ist, was tun? Wie kommen wir von hier nach da? Und die Bitte, das in einem oder sagen wir, damit die Sätze dann nicht zu verschachtelt werden, in maximal zwei Sätzen, nur eine kurze Idee dazu zu formulieren und dann öffnen wir die Diskussion. Great, thank you. So I think with two sentences, I would say that what we need for this transition are agents of social progress that are able, that don't fall on and repeat the mistakes of the agents of social progress that we are aware of. On the one hand, social democracy, and on the other one, state socialism. So as far as I see it, the answer is a kind of an effort to reconceive which are the agents that ought to represent the people who are failed by capitalism, namely parties or structures of representation that in some form replicate the ones that we are familiar with from the past and from our historical experiences and so on, but in another form don't replicate them by collapsing the representation with nation-state representation. So I would say that the answer, at least the direction of research and of travel, ought to be one that tries to rethink representation in a transnational perspective that is not vulnerable to the limitations that the state, and more particularly the nation-state, and even more particularly the liberal nation-state, pose to the realization of these transnational socialist projects. Also, ja, in einem Wort ein neues transnationales revolutionäres Subjekt suchen. Ja, ganz kurz. Ich glaube, dass in der Perspektive, die ich vorhin erwähnt habe, der erste Schritt wäre zunächst einmal, dass das Gemeinwesen lernt, öffentliches Kapital passiv zu verwalten, um eben dann das begründete Vertrauen zu entwickeln, dass dieses Eigentum auch aktiviert werden kann und tatsächlich die Kapitalisten überflüssig gemacht werden können. Und dieser erste Schritt wäre meines Erachtens die Errichtung eines ethischen Staatsfonds, der hauptsächlich in Aktien weltweit diversifiziert investiert und deren Erträge dann benutzt werden, um eine soziale Dividende zu finanzieren. Das würde das Armutsrisiko erheblich verringern. Das würde auch bedeuten, dass jeder indirekt an den hohen Renditen des Aktienmarktes weltweit teilhaben kann, was heute nur die Reichsten erzielen können. Und dann eben, wenn die Erfahrung mit dieser ersten Institution
welche Ebene nicht versucht, die Kontrolle über die Unternehmen zu haben, positiv gelaufen ist. Und das, dafür, glaube ich, gibt es sehr gute Voraussetzungen, weil eben seit 60 Jahren gibt es weltweit ähnliche sogenannte Wealth Funds. Dann gäbe es dann die Möglichkeit, von dieser Institution Kapital und Personal in den Bundesaktionär zu bringen und dann tatsächlich erste marktsozialistische Kontrollstrukturen einzuführen und auszuprobieren. Ja, fast geklappt mit einem Satz und dafür schon sehr konkrete, greifbare Ziele. Michael Brien. Ja, ich möchte mich auf ein Einstiegsprojekt konzentrieren, und zwar glaube ich, dass die sozialen Bewegungen, die wir jetzt haben, die Gewerkschaften, Initiativen sich zusammentun sollten in Deutschland und unmittelbar jetzt an einer Art Regierungsprogramm von unten arbeiten sollten, um Vorschläge zu machen, was bei der nächsten, wir werden ja sehen, wie das jetzt in Großbritannien ausgeht, bei der nächsten Wahl zum deutschen Parlament, zum Bundestag, als Grundlage des Einstiegs in einen sozial-ökologischen Richtungswechsel auf die Tagesordnung gesetzt werden sollte. Und wir sollten auch nur solche Parteien wählen, die sich dann verpflichten, dieses Programm, das von unten entwickelt wurde, umzusetzen. Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle. Es geht jetzt sofort los und weiter mit der Eröffnung.